Ja, wissen Sie, wo das italienische Konsulat ist? Sagt er, nee, das ist hier gar nicht. Laufen Sie mal die Straße komplett runter. Einfach meine Haare so geschnitten, wie die auf dem Passbild sind. Und da ist so ein ganz großer Bauarbeiterzaun. Und ich so, hä? Und dann meine ich, was soll ich machen? Muss ich jetzt nach Frankfurt fahren? Hat sie mal, nee, nach Hannover. Und ich so, was? So, welcome. Also, ich bin, heute wird also ein richtiger Low-Energy-Stream bei mir. Ich habe 2 Stunden gepennt, weil ich hatte heute einen Termin beim Amt. Und zwar, oh, ich mach mal kurz die Tür zu, weil ich höre die Jungs noch laut. Ich hatte heute einen Termin beim Amt. Und zwar geht es darum, ich bin ja illegal in diesem Land. Ich habe ja keinen Pass, also keinen Reisepass. Das heißt, ich kann aus Deutschland nicht raus und eigentlich kann ich auch nicht rein. So, und dann dachte ich jetzt mal, komm, ich mache mir jetzt einen neuen Pass. So einen neuen Reisepass beantrage ich mal. Hab dann gedacht, geil, so ich gehe auf die Seite, guck mir an, was ich hier alles machen muss. Und erstmal ist da so ein riesiger Aufbau, was ich alles brauche, damit ich überhaupt beantragen kann, dass mein Reisepass verlängert wird. Also ich brauche meinen alten Reisepass, ich brauche eine Kopie von meinem alten Reisepass. Ich brauche eine Kopie von meinem aktuellen Perso, also ich habe so noch einen Perso nebenbei. Dann brauche ich 2 Passbilder, das war das größte Problem. Ich brauche eine Kopie von dem Bankauszug, da ich das Geld überwiesen habe für den Reisepass. Und ich muss so ein Formformular ausfüllen, wo drin steht, dass ich 8 Kinder habe, 3 Frauen und 8-mal geschieden bin und auf der Flucht bin und vorgestraft bin, so Sachen halt. So, habe ich das alles ausgefüllt, wie ein Wahnsinniger. Und dann habe ich gesehen, fuck, ich brauche Passbilder. Und dann ist mir eingefallen, ich habe noch 2 Passbilder von früher, also die ich schon mal benutzt habe. Leider stand dann da drin, dass diese Passbilder nicht älter als 3 Monate sein dürfen. Und da habe ich mir gedacht, das merken die doch gar nicht. Die wissen doch nicht, wann ich die Passbilder gemacht habe. Und dann habe ich einfach, schlau wie ich bin, mich heute Morgen um 7 habe ich mich mit dem Passbild vor meinen Spiegel gestellt, mit der Haarschneidemaschine, einfach meine Haare so geschnitten, wie die auf dem Passbild sind. Und man sieht jetzt hier, ich habe die Haare so ein bisschen hier gekürzt und dann habe ich so Gel reingemacht und das so gestylt wie auf dem Passbild, damit ich so aussehe wie da. Da habe ich gedacht, Alter, ich verarsche die ja komplett. So, dann habe ich alles zusammengesucht und habe mir Google Maps runtergeladen, Offline-Modus, weil ich habe kein Online-Internet, also ich habe kein mobiles Internet und bin losgefahren mit meinem Fahrrad. So, dann dachte ich, ja geil, ich fahre 1 Stunde früher los, weil der Weg ist nur 6 Kilometer. Das schaffe ich in 1 Stunde. Ich bin ein sehr langsamer Radfahrer, ich fahre halt sehr langsam. Bin losgefahren, folgt dem Google Maps-Ding, ganze Zeit immer Handy, also natürlich angehalten, Handy geguckt. Nach 2 Kilometern bin ich auf irgendeinem Feldweg und er sagt mir, ich soll geradeaus fahren und da ist so ein ganz großer Bauarbeiterzaun. Und ich so, hä? Und jetzt? Und dann habe ich so geguckt und habe ich aufs Handy geguckt und dann ging es da nicht weiter. Und der hat mir aber keine Umleitungsroute angezeigt und dann musste ich die kompletten 2 Kilometer bis nach Hause zurückfahren und dann nochmal neu starten mit der Scheißroute. Und dann habe ich mich schon richtig krass abgefuckt und dachte, Alter, Mann, ich bin extra schon früher losgefahren. Dann bin ich los, habe eine andere Route genommen, die übrigens genau die Route zum Studio ist und einfach noch ein bisschen weiter. Ist einfach komplett dumm gewesen. Ich hätte einfach das direkt fahren sollen, statt durch den komischen, weil ich auf der Route waren, es waren 3 Routen, die man aussuchen konnte am Anfang und die eine war 1 Minute kürzer. Irgendwo durch so einen Feldweg oder so einen Scheiß. Naja, jedenfalls bin ich dann losgefahren, komm 20 Minuten vorm Termin an der Adresse an, denk so, geil, hab noch Zeit, stell das Fahrrad ab, schließ es an, lauf um die Ecke, guck aufs Handy, gucke, laut Handy müsste ich direkt vor dem Konsulat stehen. Ich muss zum italienischen Konsulat, weil ich bin kein deutscher Staatsbürger, deswegen muss ich am Konsulat meine Dings beantragen, wisst ihr? Da muss ich halt hin. So, stehe vor dem Gebäude, gucke. Hä, das ist es nicht. Laufe original 2-mal um den gesamten Block, laufe in jeden Eingang, Hauseingang rein, gucke, ob an den Klingeln irgendwo Konsulat steht oder so. Also an den Klingeln selbst, nix. Frage ich einen Typ, ja, wissen Sie, wo das italienische Konsulat ist?
Sagt er, nee, das ist hier gar nicht. Laufen Sie mal die Straße komplett runter. Ich so, hä? Und da war das einfach falsch eingezeichnet in Google Maps. Also wenn ihr jetzt einfach Google Maps Hamburg Konsulat Italien eingebt, dann findet ihr eine Adresse, die nicht stimmt. Das Gebäude ist nicht da, wo das in Google Maps eingezeichnet ist. Ist einfach falsch. Na gut, habe ich mich aufgeregt, bin ich losgelaufen, habe nochmal einen Typ gefragt, ewig lang gelaufen und habe schon so richtig Stress und geschwitzt wie ein Schwein, weil ich komme zu spät zu meinem Termin. Und ich, alter Superfuchs, habe natürlich den letzten Termin am Tag genommen, der möglich ist, weil das italienische Konsulat hat nur bis 12 Uhr auf und mein Termin war um 11.20 Uhr und ich habe den letzten genommen. Das heißt, wenn ich zu spät komme, bin ich am Arsch. So, und dann bin ich dahin, lauf und finde das nicht. Hab's einfach nicht gefunden. Läuft ein Typ an mir vorbei, sage ich so, entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, wo das italienische Konsulat ist, das Generalkonsulat? Guckt er mich so an, hat so kurz überlegt, hat wahrscheinlich gedacht, ich verarsche ihn. Und dann zeigt er einfach so hinter mich. Ich drehe mich so um. Hoffentlich hat er meinen Hinterkopf nicht gesehen. Dreh mich um, war es direkt hinter mir. So ein ganz abgerotzter kleiner scheiß Hauseingang. Also sieht einfach aus wie so ein, als ob da eine Oma wohnt oder so. So, bin ich da rein. Ich hatte noch 5 Minuten, war noch alles in Ordnung. Geh rein, geh in die 2. Etage. Vorne steht ein Schild, auf dem drauf steht, bitte nicht eintreten, im Wartezimmer sind nur 2 Personen oder im Konsulat sind nur 2 Personen gleichzeitig erlaubt, wegen Corona. Ich gucke ins Wartezimmer, sehe 5. Denk so, Alter, jetzt, ich komme schon fast zu spät und dann sind da schon noch 5 Leute vor mir. Stell mich in die Ecke, warte im Treppenhaus. Irgendwann gucke ich nochmal und merke, das sind nicht 5 Leute. Die haben einfach eine riesige Spiegelwand vor der Garderobe und die 2 Leute, die vor dem Spiegel saßen, sahen aus wie 4. Aber ich bin scheiß dumm. Und das waren einfach nur 2 und noch einer. Und ich denke so, hab mich so richtig abgefuckt, da ich so scheiß dumm bin und draußen gewartet habe die ganze Zeit. Dann bin ich rein, die ruft mich auf. Davor war noch was Komisches mit so 2 Typen, aber da müsste ich die Namen sagen, das erzähle ich nicht. Da waren noch 2 Typen, die hießen genau gleich und die hat die aufgerufen, die kommt so raus, sagt einen italienischen Nachnamen, beide stehen auf, laufen auf die zu und dann wiederholt die den Nachnamen und der war nur ein Buchstabe war anders. Und dann wollten die beide rein, haben sich abgefuckt, also italienermäßig, aber die waren echt nett. Naja, jedenfalls bin ich dann rein, ich war der letzte Termin an dem Tag, komm rein zu ihr, hab so eine riesige Mappe dabei, so richtig wie so ein Streber. Alles schön so in so Klarsichtfolie, alle Unterlagen schön geordnet. Sag so, ja, ich habe alles dabei. Sagt sie zu mir auf Italienisch. Redet Italienisch. Ich verstehe ein bisschen Italienisch, aber ich spreche kein Italienisch. Und dann sagt sie, oh ja, ich kann auch nicht gut Deutsch. Und dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt fängt das ja auch noch so an, Alter. Und dann haben wir da gestanden und sie hat so in so gebrochenem Deutsch und nicht so in so halb versucht, so italienische Sätze rauszuhören. Was jetzt? Und dann hat sie angefangen und hat mir dann so, ich brauche jetzt bla bla. So, und dann habe ich angefangen. Gibt es das erste Formular, sie checkt das durch, ja, geht klar. Zweite Formular, checkt das durch, ja, geht klar. So und so weiter. Ich denke so, ja, Mann, geil, ich hab's gleich. Dann war sie schon so weit, hat sogar schon einen Stempel auf mein Passfoto gemacht. Das heißt, sie hat geglaubt, dass das Foto nicht alt ist. Das war das Geilste. Das heißt, meine Frisur hat sie so überzeugt, dass sie glaubt, dass das Foto aktuell ist. Und es ist... FBI, open up. Scheiße. Naja, jedenfalls hat sie das gestempelt, das Foto, und ich so, ja, Mann, ich bin durch. Und dann der letzte Schritt war, ich muss Fingerabdrücke geben. Das heißt, sie hat dann so einen Automaten da vorne, da muss man seine Finger drauf machen. Und dann nimmt sie die Fingerabdrücke. Und auf einmal sagt sie, Moment, fehlt da was. So, ey, sie hat halt wirklich so gesprochen, das ist jetzt nicht Verarschung oder so. Und ich so, oh fuck. Ja, ich sehe hier gerade, ich sage jetzt einfach auf Deutsch, ich habe keinen Bock, jetzt einen Dialekt nachzumachen. Oder einen Akzent. Jedenfalls guckt sie dann so und sagt, ja, sie sind hier, es gibt ein Gemeindeamt für
in Deutschland lebende Ausländer. Das ist dann die Gemeinde, da musst du eingetragen sein. Das ist sowas wie ein Meldeamt für Deutsche, nur halt für Italiener. So, und da bin ich angemeldet, weil ich habe ja meinen alten Pass gemacht. Aber als ich den alten Pass gemacht habe, habe ich in Frankfurt gewohnt. Und dafür ist die Frankfurter Behörde zuständig. Und jetzt wohne ich in Hamburg und für Hamburg ist die Hannover Behörde zuständig. Und das heißt, in deren System gibt's mich gar nicht. Die hat dann ich war da nicht drin. Die hat gemeint, ich kann nichts machen, sie sind hier nicht drin. Und dann meine ich, was soll ich machen? Muss ich jetzt nach Frankfurt fahren? Hat sie gemeint, nee, nach Hannover. Und ich so, was? Also, nee, sie können das auch online machen. Okay, alles klar, weil ich habe ein bisschen schwer vom Begriff. So, jedenfalls bin ich in dem System, mich gibt's nicht. Also auf dem Papier bin ich wieder ein Geist, ein Schatten, man weiß es nicht genau. So, dann hat sie gesagt, ja, kann ich leider nicht machen. Habe ich gesagt, ja, kann ich Ihnen aber vielleicht schon meine ganzen Unterlagen geben und dann checke ich das in Hannover ab und dann können Sie die Unterlagen einreichen. Meinte sie, nee, dann müssen Sie nochmal einen neuen Termin machen. Und ich war schon so richtig abgefuckt. Aber sie war sehr freundlich, sie war sehr freundlich. Aber ich war so richtig abgefuckt, weil ich dachte, Mann, jetzt bin ich hierher gefahren mit dem fucking Fahrrad und alles scheiße, Mann, haben mich verfahren, alles stressig und jetzt alles für den Arsch. Jedenfalls habe ich meine gesamten Unterlagen dann wieder eingepackt, bin raus und bin zurückgefahren. Beim Zurückfahren ist mir der Fahrradmantel geplatzt. Also nicht der Schlauch, sondern der Mantel vom Hinterreifen ist aufgeplatzt und an der Seite hängen die ganze Zeit so Flusenfedern raus, so Naht und so ein Scheiß. Und ich bin dann die ganze Zeit mit so einem, das hat jetzt so einen ganz komischen Achter, der immer so, weil da der Schlauch rausdrückt. Und ich denke so, Alter, dieser Tag, er kann nicht beschissener werden. Der kann einfach nicht beschissener werden, der Tag. Bin ich nach Hause, dachte so, oh Mann, ich muss heute noch streamen, ich bin voll im Arsch. Hab 2 Stunden gepennt, ist eigentlich alles scheiße. Ich gehe jetzt nach Hause und schlaf kurz. Gehe nach Hause, konnte natürlich nicht schlafen, weil ich war viel zu aufgedreht. Dann habe ich gedacht, ey, dann versuche ich das mit Hannover zu klären und versuche einfach mich da in dieses Ding zu registrieren, dass die in Hannover mich annehmen. Finde die Online-Seite, log mich ein. Die Seite sieht aus, als hätte die ein Fünftklässler 1998 programmiert. Also das sieht aus wie Kraut und Rüben, so überall so ein Scheiß. Ich raff gar nichts. Und die Seite nur auf Italienisch. Und ich denke so, warum, hä? Dann musste ich immer Google-Übersetzer machen, immer checken, so, okay, was ist das? Was heißt das? Was heißt denn das? Was heißt denn das? Ich trage das ein, kasper mich da durch, trage irgendwelche Sachen ein. Ich musste googeln, in welchem Dorf ich in Italien gemeldet bin. So, ich bin hier geboren. Ich habe nichts mit Italien zu tun. Jetzt bin ich in so einem Minidorf, muss ich googeln, alles rausfinden, trage alles ein, am Ende muss man PDF ausdrucken mit den Daten, das digital unterschreiben, das PDF als JPEG speichern und bei denen auf die Seite wieder hochladen. Plus Meldebestätigung. Mach dir keine Sorgen, Familie Peruzzi von den Cosa Nostra kümmert sich drum. Dotto Binne. Sehr übrigens gut. Geile Socken heute. Mach das Kussi. Mal. Bomb die mal weg. So, nee, das hätte ich nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Jedenfalls. Wo war ich jetzt gerade? Genau. Also, ausgefüllt, PDF runtergeladen, PDF digital unterschrieben, JPEG davon gemacht, hochgeladen, dann Meldebestätigung von der Hamburger Behörde, dass ich jetzt in Hamburg wohne, eingescannt, hochgeladen als JPEG, darf nicht größer als ein MB sein, dann dritte, alter Ausweis, eingescannt als JPEG, nicht größer als ein MB, hochgeladen, ich drücke auf Absenden, mein PC crasht. Und ich habe in mein Kissen gebissen, weil ich bin ja im Bett, ich bediene meinen PC aus dem Bett. Ich habe gedacht, der Tag kann nicht beschissener laufen als das jetzt gerade. Zum Glück, als der PC hochgefahren ist und ich beim Windows-Browser Wiederherstellen von den Tabs gedrückt habe, hat er sich gemerkt, wo ich war und die Dokumente, die ich schon hochgeladen hatte, waren schon hochgeladen. Weil wenn ich jetzt nochmal alles hätte machen müssen, ich hätte alles kaputtgeschlagen, ohne Scheiß. Der Pass zählt dann für 10 Jahre, glaube ich. Für 10 Jahre. Und dann ich hoffe, ich lebe einfach nur noch 10 Jahre, damit ich es nicht nochmal machen muss. Ich werde einfach nach 10 Jahren sterben. Und dann ist der Käse gegessen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Tut mir leid, dass ihr das
euch anhören musstet, aber ich musste raus. Bezahl endlich deine Steuern. Das ist ja das Geile, ich bezahle ja Steuern, aber mich gibt's nicht. Warum hast du die Seiten nicht auf Deutsch gestellt, oben rechts? Oh mein Gott, es stimmt. Man kann die Scheißseite auf Deutsch stellen. Ich kotze. Mann! Und ich hock da eine halbe Stunde und mach mit Google Translate jedes einzelne Wort! Ah!